Ja, also das war schon ein sehr ein bisschen abgebrühter Täter, dass er erst am Laden vorbeigegangen ist, die Lage gecheckt hat, dann nochmal vorbei eine Scheibe eingeschlagen hat, dann hat er erstmal die Straßenseite gewechselt. Als er das erste Gerät vom Ladentisch entfernt hat, ist die Alarmanlage angegangen und dann hat man auf dem Video erkennen können, wie er plötzlich sehr panisch wurde. Die Blutspuren, die wir sichern konnten, davon versprechen wir uns natürlich besonders viel. Wir prüfen nun, ob möglicherweise das DNA-Profil des Täters schon in unserer Datenbank vorhanden ist. 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 Ja, das ist schon ziemlich dreist. Ich wurde ja morgen früh von der Polizei angerufen und bin dann hier direkt am Tattag oder ein paar Stunden später hier vor Ort gewesen. Und abgesehen davon, dass ich aus meinem wohlverdienten Urlaub herkommen musste, was schon eine Dreistigkeit an sich ist, ist es natürlich sehr dreist einfach. Leuten, die ehrlich arbeiten und da viel Zeit und Leidenschaft reinstecken in so ein Projekt, wie wir das hier machen, wenn dann dementsprechend Menschen dahergehen und sich Sachen aneignen, die ihnen nicht gehören. Wie ist denn der Täter eingeschlagen und ist eingestiegen? Ja, also das war schon ein sehr ein bisschen abgebrühter Täter oder beziehungsweise ist er ein bisschen mit Bedacht vorgegangen. Das heißt, er ist erst, wie die Videoaufnahmen das belegen, wir haben ja Videokameras installiert, dass er erst am Laden vorbeigegangen ist, die Lage gecheckt hat, dann nochmal vorbei eine Scheibe eingeschlagen hat. Dann hat er erstmal die Straßenseite gewechselt und abgewartet, was passiert. Nach einigen Minuten sieht man ihn dann wieder ins Bild kommen und dann setzt er sich sogar noch für circa eine Minute neben die eingeschlagene Scheibe, wartet ab, checkt die Situation und kriecht dann durch das etwa halbe Quadratmeter große Loch in der Scheibe in den Laden und fängt an, sich sofort am Produkttisch zu bedienen. Dann ging ja alles, ja. Reagiert er denn? Also unsere Geräte sind ja mit elektronischen Ladensicherungssystemen gesichert. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, denn als er das erste Gerät vom Ladentisch entfernt hat, gewaltsam entfernt hat, ist die Alarmanlage angegangen und dann hat man auf dem Video erkennen können, wie er plötzlich sehr panisch wurde, panisch reagiert hat und in Verzweiflung versucht hat, noch mehrere Geräte zu entfernen, was ihm dann ja auch gelungen ist. Und dann ist er aber auch so schnell, wie er gekommen ist, auch wieder durch das Loch verschwunden. Sauer. Natürlich bin ich sauer, wenn ich das Video sehe. Da wär jedermann sauer, wenn sich jemand anders unberechtigt an dessen Eigentum vergreift. Und das ist keine feine Sache. So wurden wir von unseren Eltern nicht erzogen. Zumindest der Großteil unserer Gesellschaft zum Glück. Es scheint dann aber doch Ausnahmen zu geben, wo die Erziehung vielleicht nicht so, ganz so gut war. Jetzt sieht es ja so, wenn man schnell aufnimmt oder was? Ja, wir haben natürlich einen Aufruf in Facebook gestartet und auch hier draußen ein kleines Schild aufgehängt. Wir vermuten, dass der Täter vielleicht einer gewissen Szene zuzuordnen ist, sodass über einen, wir möchten das nicht als Selbstjustiz, wir möchten hier keine Selbstjustiz walten lassen, aber vielleicht bekommen wir einen hilfreichen Hinweis, der uns zum Täter führt. Dafür zahlen wir auch 500 bis 1000 Euro, je nachdem wie hilfreich der Hinweis ist und ob der Täter sich dadurch ermitteln lässt. Wir der einzige Store in ganz Europa sind, das heißt, wenn die Geräte irgendwo verkauft werden, sind sie sehr leicht zu ermitteln. Wir haben ja die E-Mail-Nummern auch registriert, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter gefasst wird oder auch ein User, der ein Telefon, ein gestohlenes Telefon kauft, ermittelt wird, ist sehr hoch. Wir haben jetzt auch nochmal. Wir haben schon einige Diebstähle hier im Laden gehabt. Diese Personen, die diese Diebstähle vorgenommen haben, sind doch einem gewissen Klientel zuzuordnen. Wir haben hier schon einen Ladendieb direkt gestellt und die Polizei dazu geholt, direkt zur Anzeige gebracht. Zwei andere. Okay, also wir werden hier den Laden jetzt wirklich sehr, sehr sicher machen. Fort Knox werden wir hier draus entstehen lassen. Die Scheiben werden mit Alarmsicherungen versehen. Die Türen, sodass sowas eben einfach nicht mehr vorkommen kann. Gut. Also eingetreten steht hier. Ne? Also Polizei hat irgendwas erzählt,
Und bitte.